Mom, kommst du? Ja, es wird rot. Ja, nicht viel. Doch, es kommt noch. Ja. Haben sie aber gar nicht gemeldet. Ich brauche ein Feuchttuch für mein Gesicht, bitte. Ich hole eben eins, das ist ja. Doch, wenn Unwetter kommt, haben sie eine Rötung gemeldet. Das steht im Programm drin. Bitte. Guck mal am Balkon, ob es auch rot wird. Dann muss ich doch im Balkon rausgehen. Vorsicht, Schrank. Wieso? Ja, wieso? Ja, wo denn? Ah. Nein, hier kann man den Sonnenaufgang sehen. Am Balkon nicht. Ja, guck mal, Küchenfenster, hier wird am meisten rot. Die Decke ist auch schon lange, ne? Tragen viele solche Jacken, habe ich gesehen. Die haben aber hinten was draufstehen. Brauchen wir ja nicht. Hast du vorne was draufstehen? Ja. Jawohl. Trotzdem, der College-Jacke stand auch dabei. Original, Amerika, USA. Dann? Ja. Warten wir die Dinge mal her. eBay. Ach so.
Ja, schon bei 5 Minuten. Na gut. Okay. Dann mache ich jetzt vom Balkon aus. Weiter. Kommst du? Grüß Gott. Ja. Im Balkon siehst du es auch. Ja. Links. Es scheint eine Sonnenaufgangsrötung zu sein, ist ja nicht so wie knallrot. Ja, die fängt aber gleich an, die geht aber gleich weg. Ne, Stiefelchen? Ich sag dir jetzt die Wahrheit, das da oben ist Sahara-Sandstaub. Nicht schon wieder. Ja, guck mal da, das sind diese Punkte über Warstein, ja, siehst du? Das, ja. Weißt du, über den Wald. Was ist mit Es hat mich gerade eine Nachbarin gestalkt. Wo? Nein, sag ich dir gleich. Oh, jetzt nicht. Egal wer es ist. Nein, nein. Und ich will es endlich bei dagegen angehen. Die Leute dürfen alles und wir nicht.
Ja, klar. Dann darf die Türkin in den orangen Hochhaus auch nicht so viele Aufnahmen machen. Die darf es auch. Also bitte, wenn dies darf, darf ich auch. Wenn wir es nicht dürfen, dürfte eigentlich die Türke da hinten auch dicht. Und die dürfen das. Wenn die es dürfen, dürfen wir auch. So ist es. Nur ein Beispiel. Ja. Nicht böse gemeint. Weiß ich. Weil die macht ja auch diese gerne Aufnahmen. Und die hat ja, und die findet meine Aufnahmen ja auch toll. Ich bin ja auch ein gutes Beispiel für die Türkin. Aber trotzdem. Die ist auch ganz nett, die Türkin. Aber trotzdem. Eine Nachbarin aus diesem Haus, wo wir wohnen, hat mich gerade gestalkt auf dem Balkon. Nee, was ist das Balkon? Küchenfenster. Küche, richtig? Geh mal Balkon gucken, ganz schnell. Ich rufe dich dann, wenn ich die wieder sehe. War wieder fast in, wie nennt sich das? Im Barbie-Puppen-Modus, ne? Jetzt geh mal raus gucken. Dagegen finde ich die Türken viel netter. Aus dem orangen Hochhaus. Als die Nachbarn hier aus dem Haus. So eine Verschämtheit, ey. Einige Leute fragen, ob ich einen Tumor im Gehirn hätte. Ne, es ist kein Tumor, es ist ADS. Zieh die Jacke an, bevor du rausgehst. Hast du keinen Timer, wann die Sonne aufgeht? Nee. Aber Mondphase hast du ja, ne? Ja. Heute müsste 22 sein. Heute müsste richtiger 100%iger oder 98 Vollmond sein. Brauchst du die Kühltür reinzukommen? Wir haben sowieso nichts mehr. Nee, ich hab mir die Marmelade reingekriegt. Ach so. Melde mich dann. Ja. Macht die Nachbarin verkehrte Unterstellung. Da kann ich dagegen angeben und unsere Hilfe, dass die mal aus ihrer Wohnung rausfliegen soll. Der Balkon sieht auch nicht gerade hübsch aus von ihr. Wie eine Ruine. Anscheinend wird ihre scheiß Bude nicht mehr weitergemacht. Ich sag's nur. Macht die verkehrte Unterstellung. Dann werde ich meine Hilfe fragen, wie ich dagegen angehe. Weil wir kämpfen weiter, Mama. Wir geben nicht auf. Nein. Weil der Drache hat hier nicht zu wohnen. Mault die Kinder an, zeigt sich nackt vor den Kindern. Unten spielen Kinder auf der Wiese Fußball mit so Teenager-Jugendlichen und die sehen sie nackt auf dem Balkon. Das ist schon traurig. Ja, da hinten wohnen ja auch Leute, könnten mich ja auch stalken, die haben ja auch Balkone. Die können ja sogar zwischen den Ästen gucken, bei den Bäumen, die da hinten stehen. Ja, die zweite Russestraße, da sind auch Balkone. Da hinten ist das weiße Haus, das Eckhaus, hat sogar zwei Balkone. Da können sie mit dem Fernglas hier reinglotzen. Mit dem Fernkuckuckrohr. Ja. Ohne Scheiß. Du kannst das Video reinzahlen, 96%. Pass mal auf, ich ziehe jetzt ein bisschen ins Krasse rein. Der Loser meinte wohl hier 15. Mai bye bye, ne? Ist auch Tatsache.
Russland fängt wieder mit dem Krieg an. Vielleicht ist es der 15. Mal mit Russland Krieg. Oder einer von den Ländern, Irak oder Iran, Islam. Nur, ich habe jetzt leider ein bisschen, wie nennt sich das, krass reingezogen. Vielleicht können die Leute jetzt schon hier Angst. Ja, es stand doch drin, dass Russland wieder anfängt. Und dass es am 15. Mai ist, mit den Kriegsklärungen gegen USA. Tja. Wir sind alle verloren. Wenn sie mal die Nachrichten lesen, steht's drin. Mit Russland. Kommst du raus, Mama? Da ist nichts. Und ein Nachbar, wenn er noch mal Krach macht, rufe ich dann die blau-grün hohen Gesetzeshüter, Polizei, und dann sage ich auch mal Bye-bye. Der Durchknaller aus dem Haus hier, der uns nachts nicht schlafen lässt. Ich sage zu jedem Bye-bye, zu jedem Vollstrecken, der uns nicht fair ist, der uns gemein ist, zu uns gemein ist. Wenn es mit Wörtern ist oder mit Polizeianrufe sind oder ist scheißegal oder Einweisungen, wie das heißt. Wir geben nicht auf. Die haben alle hier verloren. Wir haben gewonnen. Nicht wahr, Mama? Das sind Leute alle hier, die keine Hobbys haben. Alles Tatsache, was ich jetzt gesagt habe, auch mit dem Nachrichten da bei Google. Es fragen sich die Leute schon, ob der Dritte Weltkrieg kommt wegen Russland und USA. Wenn bald die Sirenen gehen, dann wundere ich mich nur eins. Schutzbunker suchen. Heller reingehen. Kommst du raus? Ist das nicht die Maus, die leuchtet? Ja. Ich habe keine da hinten, ne? An meinem Doch, hast du auch. Geh mal links. Leuchtet die Geh mal auch? links. Ja. Sag mal, ja, die leuchtet auch. Oh, guck mal, Rippenwolken. Ihhh. Rippchen, hier, Rippchen. Sowas sagt man nicht. Dahinter geht gleich die Sonne hoch. Das ist, glaube ich, ein Sahara. Ja, es soll Sahara-Wetter wiederkommen. So, das, was ich jetzt gesagt habe, das sind alles Tatsachen, was ich gesagt habe. Der eine Nachbar macht dann nachts so weiter, wird die Polizei gerufen, kommt der S-Bahn, wie nennt sich das, weg. Anzeige wegen Ruhestörlärm nachts. Er lässt aber nachts andere Leute auch nicht schlafen. Und die eine Nachbarin bekommt ein Küchenfenster, egal wer es ist, ob es ein Ausländer ist oder nicht. Die kriegt eine Anzeige wegen Stalken. Und die kann nicht dafür sorgen, dass ich sie auch rausfliegen lasse. Mit Hilfe von einem guten Helfer. Nicht wahr, Mama? Was? Wir haben auch unser Clan gegen die Leute hier, ne? Die einzige, die vernünftig ist, ist die Türkin aus dem Orangenhaus. Haus. Die ist vernünftig. Und der Sohn auch. Die Kinder meine ich jetzt, ne? Das sind die nettesten Leute, die es gibt. Da wohnen mehrere Türken im Orangenhaus, ne? Ich weiß. Und Russen. Ja. Wenn da sind sie alle nette drin. Das Orangenhaus ist beliebter als wie das hier. Ja, das sage ich dir. Ja. So, ab heute, Cat. So, es sah heute Morgen wirklich so aus, als ob was drauf gibt. Der Mond war ja leider hinter den Wolken untergegangen, aber dafür gibt es heute April-Sommerwetter. Aber leider mit Frost erstmal dabei, aber es wird sich später auf 7 bis 10 Grad wieder aufsteigen. So langsam, der April-Sommer fängt jetzt,
ab heute so langsam mit Schritt für Schritt an. Ne? Nur ich finde es schade, dass ein Hobbyfotograf, den ich auf Facebook gut befreundet bin, der aus Hallenberg kommt, auch noch ausgelacht wird von irgendwelchen Neider. Nur weil er genauso gute Aufnahmen macht, wie ich es auch mache. Finde ich schade, dass solche Hobbyfotografen ausgelacht werden. Egal ob Astronomie oder Natur oder Tiere oder Menschen oder so, ne? Oder Gegenstände, Häuser oder Immobilien, wie es heißt, ne? Das waren alles so Zirruswolken gewesen, die sehen so aus. Die dauert, bis die hochkommt. Haben wir schon 6:30? Die müssen ja 6:30 hochkommen. Muss ich wieder in die Senke gehen? Die geht aber auf, das weiß ich. Ja, ich habe nur Platz gemacht. Nein, die Wolken ziehen sich zu. Hab ich aber auch gesagt. Ja, dann kann ich jetzt das Video sein lassen. Guck mal, wie viel Uhr die Sonne aufgeht. Kann jetzt nicht ein zweites Handy starten, das ist heute Abend sehe ich den Jupiter wieder mit Uranus. Uranus sieht man ganz schwach als hell. Der Komet ist leider schon weg, aber es gibt demnächst weitere Kometen. Meine Mutter hat so aufgeschrieben letztes Jahr, das 12 Uhr nachts und habe es auch hinter schlafen lassen. Bis um 4:30 oder so, 4 Uhr morgens. Sonnenaufgang 6:16 Uhr. Und wie viel Uhr haben wir jetzt? 6:34 Uhr. Na, die müsste jetzt schon da sein, aber es sind Wolken davor. Sonnenuntergang ist 20:36 Uhr. Ja, das weiß ich. Gestern Abend ging die aber eher unter. Die ging gestern Abend 17:15 Uhr schon unter. Ja, kommt auf an, welche Position du bist. Warte, ich glaube, ich sehe was. Nein, Wolken. Yes.